Ich kann mich noch erinnern, damals Anfang der 90er kam immer so 18:30 Uhr, 19 Uhr müsste das gewesen sein, die Familie Feuerstein. Die haben wir Kids gemocht, die Erwachsenen mochten es. So einfach so eine Zeichentrickserie, die sich jeder ansehen konnte, da die nicht so kindhaft war. Aber dann irgendwann kam mittendrin eine gelbe Familie, auch um diese Zeit, vor Feuerstein oder nach Feuerstein, das weiß ich nicht mehr richtig. Aber irgendwann hat sich kein Schwein mehr für die Familie Feuerstein interessiert, sondern alle waren nur noch bei den Simpsons. Und irgendwann haben die Simpsons dann den Feuersteins nicht nur die Sendezeit geklaut, sondern auch mein Interesse, da ich damals die Simpsons dann einfach irgendwie ein bisschen cooler fand. Sie waren irgendwie war die Cartoonserie böser. Es hat mir angeeckt und das taugt natürlich einem als Kind wirklich sehr. Und da war es natürlich nicht weit hergeholt, dass man, wenn etwas einem gefällt als Kind, dass man auch versucht und guckt, ob es ein Videospiel davon gibt. Zu meinem Glück sind wir dann zum Toys R Us, glaube ich, war das. Und da gab es dann auch ein Spiel von den Simpsons, das war dann das hier, Bart vs. the Space Mutants. Ich habe natürlich sofort die Schachtel in die Hand genommen, habe es durchgemustert, studiert, die Screenshots gefielen mir, lass dir einen soliden Plattformer erhoffen. Und das Setting mit den Space Mutants fand ich auch wirklich richtig cool, da ich schon immer so einen kleinen Hang zum Science Fiction hatte und ich finde in Simpsons Universum, ich bin sowieso, passt das wirklich gut, weil ich bin sowieso ein Krang und Kodos Fan, also ich liebe es, wenn die vorkommen in der Serie. Deswegen habe ich es mitgenommen. Ich hatte so hohe Erwartungen an das Spiel, super Lizenz, super Setting, Nintendo, was kann da schief gehen? Ich habe es mitgenommen, zu Hause reingesteckt, habe gedacht, jetzt kommt ein wahnsinnig gutes Jump'n'Run Spiel und ich kann gleich durch Springfield laufen und alle Aliens wegboxen und ja, denkste. Tja, eingeschalten und schon sammern die Simpsons. Aber das sieht nicht nach dem bekannten Wohnzimmer aus, in dem die da sitzen, sondern sieht mehr aus, als würden sie in einem Plattenbau wohnen. Fand ich damals und heute ziemlich komisch. Das wäre so, als würde Mario im Herrenhaus von Resident Evil rumieren. Ist hier die Prinzessin? Oh. Oh. Ich suche mir andere Prinzessin. Das Simpsons-Theme in 8-Bit klingt ganz okay. Dann kam die Story, wie der Titel schon verrät. Aliens wollen den Planeten unterwandern. Um das zu verhindern, muss man sie natürlich nicht umnieten, wäre ja zu einfach, sondern in jedem Level eine individuelle Aufgabe erledigen. Aber dazu später mehr. Und da wären wir beim eigentlichen Spiel. Oh boy, wo soll ich da nur anfangen? Als erstes die Steuerung. Sie ist so hart verkorkst. Man springt mit A, benutzt seine Sprühdose mit B. Man rennt auch mit B, wenn man gedrückt hält. Und wenn man höher springen will und schneller springen will, muss man A und B gleichzeitig drücken. Ich verstehe einfach nicht, wie man eine Steuerung so vermurksen kann. Ich meine, wenn die Hardware eh schon so limitiert ist, wieso will ich es auch noch so ausreizen? Ich meine, eine Aktionstaste, ein Sprungknopf reicht doch völlig. Man braucht doch nicht extra noch auf derselben Taste eine Renntaste und noch einen Supersprung. Wenn das Leveldesign stimmt, dann kann man auf das alles getrost pfeifen, denn Spiele auf dem NES gibt es genüge, die das können. Und die nicht extra einen Rennbutton brauchen, wenn sie hier schon eine Aktionstaste haben. Einfach verbessertes Leveldesign, dann braucht ihr diesen Mist nicht. Ich meine, Spiele wie Baggio Herr, Mega Man, DuckTales haben auch keinen Rennknopf, aber trotzdem spielen sie sich perfekt und es ist einfach alles perfekt designt, sodass man auch durchlaufen kann, ohne dass es sich langsam anfühlt, weil man das hier nicht hat. Mein Gott! Die Items wählt man mit Select aus und benutzt sie mit Start. Selbst den Pausenbildschirm muss man erstmal auswählen. Und das klingt unlogisch, kompliziert und scheiße. Und ja, das ist es auch. Dieses Durchswitchen der Items ist so mühselig und nervig. Ich meine, jedes Mal Select zu drücken für das Item, das man gerade will. Ich meine, bei 1, 2, okay, könnte man es verkraften, aber bei über 5, es ist so nervig, weil man dann immer oft vorbei switcht, weil man das Item einfach schnell haben will. Und dann muss man wieder alle durchswitchen, bis man bei dem richtigen ist. Das ist ungefähr so, als würde ich ein Buch lesen, würde aber nicht eine Seite umblättern, sondern das komplette Buch zuschlagen und die eine Seite wieder raussuchen. So nervig ist das. Ich meine, warum haben sie nicht so ein kleines Menü gemacht für die Items? Keiner kann mir sagen, die Hardware war zu limitiert. Ich meine, The Legend of Zelda hat es zum Beispiel geschafft und zum Beispiel auch Mega Man. Also, wieso ihr nicht?
als Einsteiger, beziehungsweise wenn man es das erste Mal spielt, ist es fast unmöglich, die Sprünge nur annähernd zu schaffen, so wie es die Entwickler gedacht hatten. Wie schon erwähnt, man läuft nicht stur von links nach rechts. Klar kann man das auch machen, aber dann kommt ein totes Ende und man kommt nicht weiter. Man muss im ersten Level zum Beispiel eine Aufgabe erfüllen, in dem muss man alle Objekte, die lila sind, rot bemalen, überdecken oder eben schaffen, dass sie verschwinden. Klingt ja eigentlich ganz einfach, aber manches ist so verwinkelt, um es richtig zu treffen, das ist oft ziemlich frustrierend. Die häufigste Variante ist natürlich die Sprühdose und man sprüht Sachen an, die eben lila sind. Es gibt dann auch neben Moes Taverne eine Telefonzelle, da muss man eine Münze einwerfen und dann ruft man Mo an und er macht eben, also Bart macht eben einen klassischen Telefonstreich. Und wurde der Telefonstreich dann beendet, legt man auf und ein Typ läuft auf einen zu in lilanen Hemdchen und den muss man auch einfärben. Aber auf das muss man erstmal kommen, dass man eine Telefonzelle benutzen muss in einem Spiel, um weiterzukommen. Aber das habe ich beim ersten Mal damals nie gecheckt. Ich glaube, erst 3 oder 4 Jahre, nachdem ich das Spiel hatte, bin ich das erste Mal darauf gekommen, dass das eben möglich ist. Wenn das nur das einzige Übel wäre. Es gibt auch diverse Läden, in denen man gehen kann und dann kann man diverse Items kaufen. Zum Beispiel einen Schraubenschlüssel, um den Hydranten zu aktivieren, damit er ein Vordach einfärbt von einer Tür. Dann gibt es auch einen Laden, da kann man zum Beispiel Bomben und Rakete kaufen mit den Münzen, die man von Anfang an hat, die natürlich schnell ausgehen, aber man kann sie auch unterwegs finden und die findet man meistens in Büschen. Da muss man nur die Büsche etwas berühren, indem man springt und schon hüpfen sie einen entgegen oder hüpfen in die entgegengesetzte Richtung und man muss ihnen nachlaufen. Es ist ratsam, gleich mal eine Ration Raketen zu kaufen, da man ziemlich viel Schüsse brauchen wird, weil man auch ziemlich viel verkacken wird. Also man muss schon es öfter spielen, damit man diese Positionen richtig einstufen kann. Also ich habe damals ewig gebraucht. Zum Beispiel braucht man auch eine Bombe, um diesen Vogel im Käfig zu erschrecken, dass er wegfliegt, da der ja auch lila ist. Vor allem dieser Vogel auf dieser Jebediah Springfield Statue. Das ist so eine Futzelarbeit, den richtig zu erwischen. Ich meine, jetzt weiß ich, wo ich mich ungefähr hinstellen muss, aber bis man das mal hat, meine Fresse. Es gibt auch noch zum Beispiel diesen Schlüssel als Item. Da kann man sich, wenn man sich vor eine Tür, zum Beispiel beim Seniorenheim stellt, kann man sich wieder zurück zu Mo warpen. Das habe ich aber nie benutzt, dann entweder kaufe ich gleich richtig ein, dass ich kein Backtracking mehr machen muss, oder ich fange gleich von vorne an. Also ich habe das nie wirklich benutzt. Dann gibt es auch noch eine kleine Kugel, also jetzt kein Item, sondern mehr ein Inventar im Level. Die stupst man an, dann rollt sie los und dann muss man nochmal drauf springen, um sie nach oben zu befördern, damit man diesen Eimer mit Farbe erwischt, der dann dieses Vordach einfärbt. Doch verpasst man den perfekten Augenblick, dann war's das, dann darf man das Spiel resetten. Zumindest dachte ich das damals. Komm schon. Nein! Heute weiß ich, man kann auch den Eimer selbst umkicken. Ein großer Teil vom Spiel stellt auch diese Röntgenbrille dar. Man wählt sie wie jedes andere Item auch mit Select aus und benutzt es mit Start. Die braucht man, um Menschen zu röntgen, da man ohne Brille nicht erkennt, ob es ein Alien ist oder nicht. Ist es einer, dann gibt es einen Sprung auf den Kopf und sie verlieren den Buchstaben. Zu was die Buchstaben gut sind, links unten sieht man ein Familienmitglied der Simpsons, in dem Fall ist es Maggie. Und jede Kugel, die man durch einen Alien-Kopf kassiert, ergibt einen Buchstaben und füllt man diese ganze Leiste aus, in diesem Fall 6 Buchstaben, dann hat man Maggie zur Unterstützung beim Endkampf dieses Levels. Der in diesem Fall Nelson ist, denke ich zumindest, also es sieht stark danach aus. Nelson ist ein gutes Sprichwort, egal was man im Spiel macht, man hat immer den Eindruck, das Spiel macht sich über einen lustig. Haha! Mal abgesehen von Nelson, die übrigen Gegner in Level 1 sind, glaube ich, diese sogenannten Space Mutants, aber die sehen irgendwie nur aus wie rote oder blaue Tintenfische.
recht unspektakulär und sehen ganz anders aus wie diese zwei Aliens im Intro. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welche genau die Space Mutants sind, aber ich denke doch eher die im Level, da die am Cover auch so ähnlich aussehen wie Tintenfische. Aber im Spiel selber stellen sie keine Gefahr dar, da sie sich immer nur 2 Meter hin und her stur bewegen. Ist also kein großes Risiko. Aber da der große Sprung so mies ist, liegt es zu 99% am Sprung, dass man verkackt und in die Aliens reinhüpft, reinrennt oder sonst auch was. Also der Sprung ist hier der große Feind und nicht die Space Mutants. Ja, das war's dann im Großen und Ganzen von Level 1 und ganz ehrlich, mehr kann ich dazu nicht sagen zum Spiel. Ich habe es bisher nur in die Anfänge von Level 2 geschafft. Ich weiß, dass es ein Einkaufszentrum ist und dass man diesmal Hüte einsammeln muss. Aber dank Internet weiß ich heute, wie das Spiel komplett aussieht und ich weiß auch, ich verpasse absolut gar nichts, es wird noch frustrierender. Wieso ich dann dieses Spiel vorstelle, obwohl es Mist ist? Kennt ihr das? Ein Spiel, mit dem ihr viel Nostalgie verbindet, obwohl es Müll ist? Genau das ist für mich Bart vs. the Space Mutants. Obwohl ich nichts wirklich Gutes daran finden kann, macht es mir wirklich alle heilige Zeit Spaß, im ersten Level rumzulaufen und immer wieder das Simpsons-Theme anzuhören. Das aber auf die Dauer dann doch ziemlich nervt. Wobei ich das Konzept ja eigentlich super finden würde, die Simpsons, Aliens, einen kleinen Adventure-Teil mit Rätseln, aber hier wurde es einfach nicht gut umgesetzt. Und wie kann man ein Simpsons-Spiel machen mit Aliens ohne Kang und Kodos? Das nehme ich denen wirklich übel. Die hätten das Spiel eher Bart vs. The Mieseste Sprung überhaupt nennen sollen. Das war alles, was ich dazu sagen konnte zu diesem Spiel. Wie gesagt, es ist eine Hassliebe und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!